Und hier der neue OLED Freyr mit Weiss, Rot, Grün und Blauem Licht. 1750 Raum im weißen Licht. Wir gehen jetzt hier mal direkt in die Turbo. Momentan hier in der tiefsten Helligkeitsstufe. Und jetzt direkt in die volle Leistung. Turbo. Stark fokussierter Spot. Es gibt eine schöne Leuchtdistanz hier. Ich sehe ganz klar in der Mitte hier wirklich noch den relativ scharf abgrenzten Spot. Plus außen natürlich auch noch Flutlicht. Es gibt eine schöne Ausleuchtung hier. Wirklich relativ fokussiert, die Lampe. Ein intensives Spotlicht. Und dann natürlich auch noch die Farbe. Rot. Grün. Blau und nochmal Retour, Rot. Es gibt eine gute Ausleuchtung, geht aber so bis auf 15 Meter. Das grüne Licht wirkt doch nochmal ein bisschen heller. Und noch Blau. So sieht es aus hier bei der OLED Freyr. Bedienbar via zwei Schalter, vorne seitlichen Schalter und dann noch der Heckschalter. Fällt mir hier ganz gut mit dem Heckschalter-System, so wie es reguliert wird. Reweise die tiefere Helligkeitsstufe mit einem halben Antippen und dann können komplett durchdrücken für das volle Level oder für den Turbo. Betrieben von einem Stück 21700er Akku. Weitere Angaben zu dieser Lampe findet ihr auch im Onlineshop via muelleroutdoor.ch. Was es hier unten gibt, speziell bei diesem Modell, ist ein Distanzsensor. Das heisst, wenn wir die Lampe im Turbo-Modus haben, sofern es über ca. 60 cm ist, gemäss meiner Beobachtungen, haben wir den Turbo verfügbar. Wenn wir nachher allerdings näher an ein Objekt gehen, dann wird die Helligkeit automatisch abreguliert. Also eine Art Schutzmechanismus hier. Genau. Die Helligkeit wird abreguliert, sobald wir weggehen, geht es automatisch nach einer Retour auf den Turbo zurück. Merci fürs Zuschauen, jetzt freue ich mich auf eure Nachricht, eure Kommentare oder natürlich auch auf eure Bestellung.